Wir hatten letzte Woche ein Video hochgeladen gehabt, was wir hier auch gedreht haben, und zwar bezüglich der islamischen Kleidung. Und das hat so ein bisschen zu offenen Fragen geführt, gerade bei Schwestern, die gefragt haben, bedeutet das jetzt, dass ich keine Abaya mehr tragen soll oder kein Khimar mehr tragen soll? Was heißt das denn konkret, was ich da gesagt habe? Mir ging es in diesem Video überhaupt nicht um sozusagen die islamkonforme Kleidung. Also wie ich mich als Mann und als Frau zu kleiden habe, welche Körperstellen ich zu bedecken habe. Das ist ein ganz anderes Thema. Sondern mir ging es darum aufzuzeigen, ob ich als Muslim oder ob es empfohlen ist als Muslim für mich, dass ich sogenannte orientalische Kleidung trage oder nicht. Das ist das, worum es ging. Weil es gibt einige Muslime, die sagen, orientalische Kleidung gleich islamische Kleidung. Und das ist eine Verwechslung. Wir müssen einfach die Begriffe genau definieren. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich möchte gerne pakistanische Kleidung tragen, wenn er sich darin wohlfühlt. Das ist seine Sache. Es geht nur um die Frage, ist das eine Sunna, die ich befolgen sollte oder nicht? Und wenn es eine Sunna wäre, dann muss ja irgendwo stehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, trage pakistanische Kleidung. Ja? Und das hat er nirgendwo gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Das ist das, worum es ging. Und jetzt geht es natürlich auch zu klären, ja, gerade auch jetzt für die Schwestern, die gefragt haben, wie ist das denn eigentlich, wie muss ich mich denn eigentlich kleiden als Schwester? Es gibt keinen bestimmten Kleidungsstil, den der Islam vorgesehen hat für einen Mann oder eine Frau. Und das gilt auch für die Schwestern. Sondern es gibt bestimmte Dinge, die erfüllt sein müssen, damit ich eine Kleidung islamisch oder unislamisch nennen kann. Das heißt, islamkonform oder nicht islamkonform. Und bei einer Frau gilt, und das haben sozusagen die Gelehrten entnommen aus den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und aus den jeweils einschlägigen Koranversen, dass erstens bei einer Frau der gesamte Körper bedeckt ist, mit Ausnahme des Gesichts und der Hände. Ja, das ist Nummer eins. Nummer zwei, dass die Kleidung nicht eng anliegt, sondern dass sie weit ist. Nummer drei, dass die Kleidung, die man trägt, nicht transparent ist und durchsichtig ist, sodass man sozusagen den Hals oder die Haare sehen kann oder die anderen Körperteile, sondern dass sie sozusagen nicht transparent ist und man dementsprechend dann auch nicht die Körperhaut sieht. Ja? Nummer vier, und jetzt kommen wir sozusagen zu den allgemeinen Regelungen, die für Mann und für Frau gelten. Im Übrigen auch, dass der Mann nicht zu eng anliegende Kleidung tragen sollte, geht ebenfalls. Ja? Ganz wichtig. Ja? Nummer vier ist, dass die Kleidung an sich nicht eine Kleidung ist, mit der man angeben möchte. Man nennt das auf Arabisch Libas al-Shuhra. Ja? Also sozusagen Kleidung, ja, bei der ich auffalle oder durch die ich auffalle und auffallen möchte. Ja? Entweder, dass ich sozusagen zeigen möchte, dass ich besonders reich bin oder zeigen möchte, dass ich besonders genügsam bin, auch umgekehrt, ich beziehe extra sozusagen ganz einfache Kleidung an, damit die Leute sagen, oh mashallah, ja, guck mal, wie bescheiden der ist. Ja? Das nennt man Libas al-Shuhra. Ja? Das gilt sowohl für Mann als auch für Frau. Also man sollte nicht sozusagen Kleidung tragen, die so auffällig ist, dass jeder sozusagen dann dich nur mit deiner Kleidung identifiziert. Ebenfalls, dass es keine Kleidung ist, welche von anderen Religionsgemeinschaften getragen wird. Und ich definiere das extra so. Weil die Gelehrten sagen sozusagen Kleidung, die nicht den Kuffar ähnelt. Was heißt das Kuffar hier in diesem Fall? Ja, das heißt, dass ich keine Kleidung trage, welche von Anhängern und Mitgliedern anderer Religionsgemeinschaften getragen werden. Hierunter fällt natürlich auch Kleidung, die Menschen tragen, die jetzt vielleicht nicht eine eigene Religion haben, aber die sich zu einer bestimmten Ideologie, die eindeutig sozusagen der muslimischen Moral und seiner Vorstellung widerspricht, tragen. Wie beispielsweise, wenn ich irgendwelche Gruftis habe oder keine Ahnung, hier Satans wat? Ja, Punker und so weiter und so fort. Das ist dann sozusagen eine bestimmte Lebensideologie, die in vielen Aspekten dann vielleicht auch sozusagen der islamischen Moralvorstellung widerspricht. Ja? Und was habe ich noch? Habe ich noch irgendetwas vergessen? Dass ich sozusagen als Mann nicht Kleidung trage, die nur Frauen tragen und umgekehrt als Frau nicht Kleidung trage, die nur Männer tragen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass eine Frau keine Hose tragen darf, ja, sondern es bedeutet, dass es immer auf die Gesellschaft ankommt.
Es kommt immer auf die Gesellschaft an. In bestimmten Gesellschaften gibt es Kleidung, die sozusagen nur Männer tragen und dementsprechend eine Frau nicht tragen sollte. Und umgekehrt genauso. Ja? Und das ist auch wieder kultur- und gesellschaftsabhängig. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, ja, für eine islamkonforme Kleidung. Ja? Wie sich nur eine Frau konkret bedeckt, wie sie diese Voraussetzungen erfüllt, ja, das ist eine Sache, die sie entscheiden muss und die auch wiederum gesellschaftsabhängig ist. Das heißt, in Saudi-Arabien tragen die Frauen ganz anderen Kleidungsstil als beispielsweise die Frauen in der Türkei. Also du erkennst sofort, ob eine Frau Türkin ist oder was ist das denn, die weibliche Form von Saudi? Saudische Frau, ja? Dass sie sozusagen eine saudische Frau ist, ja? Wie gesagt, das erkennst du sofort. Du erkennst sofort, auch wieder zu Hajj das Beispiel, ja? Du erkennst sofort bei der Hajj, ja, ob die Frau, selbst wenn du ihre Hautfarbe nicht nur von hinten siehst, du weißt, das ist eine afrikanische Frau, ja, das ist eine arabische Frau, das ist eine türkische Frau, das ist eine pakistanische Frau, das erkennst du sofort, selbst wenn du sie von vorne nicht siehst. Ja, du siehst nicht die Hautfarbe, aber anhand der Kleidung kannst du ganz genau einordnen, aus welchem Kulturkreis sie stammt. Ja? Aber alle tragen islamkonforme Kleidung. Und das ist das, worauf es ankommt. Und genauso auch hier in Europa können die Frauen sicherlich auch mit der Zeit ihren eigenen Kleidungsstil entwickeln. Und ich habe von vielen schon gehört, auch vielen türkischen Schwestern, die in die Türkei gehen, dass anhand schon der Kleidung sie sagen, obwohl sie Kopftuch tragen, alles, ja, sagen, die erkennen sofort, dass wir nicht aus der Türkei sind, dass wir in Deutschland leben. Ja, habe ich schon oft gehört. Also meine Frau sagt das immer wieder, ja, dass wenn sie in die Türkei geht, die Leute sofort wissen irgendwie, wie auch immer, obwohl sie ganz normal türkisch spricht, dass sie wahrscheinlich nicht in der Türkei lebt. Wie sie das auch immer merken, aber anscheinend gibt es da Unterschiede im Kleidungsstil. Ja? Also wieder genau dasselbe. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Wie sie erfüllt werden, das ist dann völlig egal. Ja? Das kommt dann sozusagen auf die jeweilige Kultur an oder auf den Geschmack der Person, wie sie sich halt kleiden möchte. Hauptsache, sie erfüllt diese Kriterien. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nur damit wir das auch einmal inshallah ta'ala verstanden haben. Und noch vielleicht ein abschließender Punkt, weil ich habe in einigen Kommentaren auch gelesen, ja, der gibt Fatwa. Ich gebe keine Fatwa. Das ist keine Fatwa meinerseits. Ich habe wieder gesagt sozusagen, es ist haram, wenn ihr das macht oder ähnliches. Ich habe einfach nur wiedergegeben, wie die Philosophie des Islams zur Kleidung steht. Ja? Und ich habe versucht, aus einigen Fatwa von Gelehrten, Rechtsprechungen von Gelehrten, dann aufzuzeigen, anhand dieser Rechtsprechungen, ja, wie der Islam zu diesen Themen spricht. Aber ich gebe keine Fatwa, weil ich kein Mufti bin. Und das werde ich in Zukunft auch nicht tun.